Look at Israel. Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. Selamun Aleyküm ve hoş geldiniz arkadaşlar. Wie Sie es auch im Titel lesen können, geht es heute um Saudi-Arabien und die anti-islamischen Entwicklungen dort. Doch bevor wir uns dem widmen, möchte ich etwas anderes klären. Und zwar die Frage, gibt es den Dajjal im Islam bzw. im Koran? Der Dajjal wird direkt nur in den Hadithen und Überlieferungen erwähnt, aber im Koran wird der Dajjal nicht spezifisch erwähnt. Also, gibt es nun den Dajjal oder gibt es ihn nicht? Hören wir uns dazu mal etwas von Dr. Zakir Naik, einem Islamgelehrten, an. There are various hadith talking about Dajjal. Dajjal will come and Jesus Christ, peace be upon him, will come again. He's been raised up alive by Allah subhanahu wa ta'ala. And in his second coming, he will fight against this Dajjal. And there are various hadith talking about the Dajjal, that he'll be one-eyed, etc. So many people have given their own view who the Dajjal will be. So there are hadith talking about the Dajjal. So surely before the world ends, this Dajjal will come. He'll be born. Isa alayhi salam will come again. He will see to it that he kills this Dajjal. Mahdi As-Salam will come and Khilafah will be established. So all these are there. So this is basically talking about the Dajjal, where there are various hadiths talking about it. Is Dajjal related to Jews? Is it from Jews? No, see, many things what is mentioned in the Bible may have also been mentioned in the Quran. What is mentioned in the Quran is also mentioned in the Bible. We agree it is correct. But there are many things which are mentioned there in the Bible which is not mentioned in the Quran. So it comes in the Mubah category, optional. But there are some things which are mentioned in the Bible, which is again is the Quran and Sahih Hadith, that we don't have to agree at all. So whenever you read any other scripture, whether it be the Bible, whether it be the Veda or any other religious scripture, there are three categories. One is what matches with Quran and Sahih Hadith. Whatever matches with Quran and Sahih Hadith, we have to follow it and we agree it is correct. What goes against the Quran and Hadith, we say it is wrong. What does not go against, matches, comes in Mubah category, may be right, may be wrong. So there are things also mentioned about Antichrist in the Bible, that there will be 666 mentioned, 666, you know, all these things are there. So whatever matches with the Quran, we agree. What is against the Quran, we disagree. What is optional, may be right, may be wrong. Hope that answers the question. Also, was sagt uns das? Wir dürfen Sachen von der Bibel übernehmen, wenn sie nicht gegen den Koran verstoßen. Wenn sie aber weder bestätigt noch verneint werden, dann ist es optional, ob wir es annehmen. Doch was ist, wenn ich Ihnen sage, dass ich einen Vers im Koran gefunden habe, der meiner Meinung nach den Antichristen, also den Dajjal, bestätigt? Den besagten Vers, liebe Freunde, finden wir im Koran in der Nisa Vers 159. Was sagt uns dieser Vers? Dass es niemanden geben wird, der vor seinem Tod Jesus, Isa a.s. als den wahren Propheten anerkennen wird. Das bedeutet doch, liebe Freunde, dass es auch einen falschen Propheten geben muss, beziehungsweise einen falschen Messias geben muss. Weil wenn die Leute Jesus als den wahren Propheten anerkennen, dann sollte es ja auch einen falschen Propheten geben. Und das wiederum bestätigt die Theorie des Antichristen von der Bibel. So, da wir das schon geklärt haben, fragen Sie sich, was hat der Dajjal mit diesem Video oder Saudi-Arabien zu tun? Dazu werden wir später noch einmal zurückgreifen. Fangen wir nun mit dem eigentlichen Thema an. Die Saudis sind gerade dabei, alle islamischen Erben, Kulturerben auszulöschen. Sogar das Grab des Propheten wollen sie zerstören und seinen Körper verlegen. Es kommt noch schlimmer, liebe Freunde. Die Saudis haben das Haus vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallams Frau in eine öffentliche Toilette umgewandelt. Die alten Götzenbilder aus der Zeit des Propheten, also kurz vor dem Islam, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Was passiert gerade in Saudi-Arabien? Sehen Sie selbst. To relocate the body of Prophet Muhammad in a move that is expected to draw an angry response from the Muslim world, of Islam's prophet could be destroyed and his body removed to an anonymous grave in the nearby Al-Bari cemetery.
Was hat das Ganze jetzt mit dem Antichristen, dem Dajjal, zu tun? Fragt ihr euch zu Recht. Sehen Sie selbst. Every prophet warned his people about the Antichrist, about Dajjal, the false Messiah. And the prophet Noah warned his people. But I say to you something that none ever said before me. The Antichrist sees with one eye, his left eye. He's blind in the right eye. But your Lord is not one eye. The prophet said that Dajjal will not enter Makkah and Medina. Dajjal will not enter Makkah and Medina. The angels will prevent him from entering. And I say that Dajjal is already in Makkah and Medina. If you go to perform Umrah, you see Dajjal everywhere you turn. Meaning, you see the footprints of Dajjal, you see the evidence of Dajjal everywhere you turn. Go to Makkah and Medina today. So, liebe Freunde, was denken Sie jetzt darüber? Würden Sie jetzt hiernach noch Saudi-Arabien als ein islamisches Land darstellen? Haben die Saudis überhaupt noch etwas mit dem Islam zu tun? Stimmt bitte jetzt oben rechts in der Infokarte ab. Das Video hier bzw. das Thema Antichrist wird ja schnell in die Verschwörungsecke geworfen. Doch diese Entwicklungen in Saudi-Arabien sind Tatsache, sie sind real. Was halten Sie von diesem Video, liebe Freunde? Hat es euch gefallen? Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt oder eher nicht sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und zweifelt nicht, liebe Freunde, denn La Ghalibe illallah.